Mama, ich hab Hunger. Komm bitte gleich nach Hause. Ich bin auch unterwegs. Komm erst circa einer Stunde nach Hause. Dann mach mir eben selber was. Hey, mit Selbstmorddrohung kriegst du mich nicht rum. Es ist aber echt so. Hey Leute, ich hab wirklich, ohne Witz, ich hab mal wirklich bei uns fast zu Hause die Küche abgefackelt, ne? Ist aber eine andere Story. Hallo ihr Menschis, Menschen und Mischungen. Nee. Was geht? Heute gibt's endlich wieder WhatsApp-Fails wie jeden Mittwoch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Los geht's. Na, typisch ich. Man schickt dem Freund ein Bild von den Titten, um ihn den Tag zu versüßen. Und die Antwort ist, tolle Brüste, mein Schatz. Sehr hübsch, soll ich dir von meinem Chef sagen, der hinter mir steht. Ich stelle mir die Situation im Büro vor. Herr Müller. Ja? Sehr schöne Exemplare, die Ihre Freundin da hat. Muss man wirklich sagen, ist top. So, jetzt geben Sie aber mal das Handy her. Privatsachen sind ja am Arbeitsplatz verboten, ne? Kindern ist immer Leben im Haus. Naja, mit Schimmel auch. Ihr kennt doch bestimmt diese Studentenbuden, die so ein bisschen verranzt sind, oder? Oder auch wenn man ein Haus irgendwie mal 10 Jahre nicht renoviert, dann kann auch sowas schon passieren. Und dann bilden sich da oben so kleine Flecken und irgendwann fangen die so an so rumzulaufen und zu wandern und dann gehen die auf Spaziergang und eines Tages sind sie in der Küche und dann haben sie Kinder gemacht und die sitzen dann im Bad. Kennt ihr nicht? Nur ich. Na toll. Manchmal frage ich mich, warum ich dich geheiratet habe. Du bist doch ein Trottel. Aber ich bin dein Trottel. Für immer und ewig. Bis dass der Tod uns scheidet. Pech gehabt, Schatz. Scheiße. Am Altar stehen die beiden so nebeneinander, fragt der Pfarrer, wollen Sie den hier anwesenden Peter zu Ihrem Mann nehmen, bis dass der Tod sie scheidet? Was, so lang? Dann so später beim Hochzeitsessen, ja, wann kommt er denn? 3 Jahre später in der Ehe so, Schatz, warum hast du eigentlich eine Kettensäge gekauft? Für den Baum im Garten, mein Schatz. Wir haben überhaupt keinen Garten. Klar, ich bin wie ein Buch. Ein verschlossenes Buch mit 3 Siegeln in Originalverpackung auf Türkisch. Bir Bira. Dürüm, mit Schafskäse, wenn's geht und nicht so scharf, danke. Boah, Clemens kann türkisch. Bam. Nein, nein, eigentlich nicht. Nein. Was genau ist denn gestern passiert? Ich hab so einen Filmriss, Mann. Das willst du gar nicht wissen. Nachdem du mit Claudia aufs Zimmer bist, standest du nach ein paar Minuten nackt in der Tür und meintest, dass du keinen Hoch bekommst. Das war das Lustigste, was du an dem Abend gebracht hast. Stellt euch das vor, hier einfach so ein großes Wohnzimmer, irgendwie so 5, 6 Leute drin auf dem Sofa vor der Glotze. Auf einmal, also alle chillen halt so irgendwie vom Fernseher und zocken irgendwie FIFA oder so. Auf einmal kommt so einer, kommt so in den Türrahmen so nackt so. Na, ich krieg keinen Hoch. Und alle gucken so rüber so, hä? Muss leider für heute Mittag absagen. Die Allergie macht mich fertig. Hä, ist es jetzt schon so schlimm mit den Pollen? Gräser, Büsche, Blumen, Bäume, Liebe, alles in der Luft und alles davon versucht mich umzubringen. Ja, habe ich auch schon gehört. Liebe ist gerade ganz schlimm. Diese Frühlingsliebe, ohne Scheiß, ich bin so froh, dass das schon durch ist. Es ist so für Singles so. Boah. Auf einmal kommen alle so an, so. Ey, so ein Scheiß braucht doch kein Mensch. Verliebt euch lieber im Herbst, da ist es wenigstens schön kühl, da könnt ihr euch auch gleich den ganzen Tag aneinander kuscheln. Mama, hast du mir gerade 9 Bilder vom Inneren deiner Handtasche geschickt? Ja, hast du meine Schlüssel da drin irgendwo gesehen? Ich stell mir so die Mom vor, wie sie da so steht. Oh nein, mein Schlüssel! Oh Gott, ich find ihn nicht! Erstmal Fotos machen. Ding, 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 ding. Alle an die Tochter schicken. Siehst du da irgendwo einen Schlüssel drauf? Aber hey, ich will gar nicht zu streng sein mit dieser Mutter, denn sie hat es immerhin geschafft, WhatsApp zu bedienen. Wow! Geil! Ich meine, ihr wisst meine Einstellung zu Erwachsenen und Eltern und moderner Technik und nee. Da muss man schon echt den Hut ziehen, wenn die das irgendwie mal so hinkriegen. Warte. Was machen wir denn am Freitag? Ich versuch mal zu ornanieren. Was? Ich versuch mal was zu organisieren. Ja, mach mal. Ich masturbier derweil ein Ründchen. Ah, scheiß Autokorrektur. Was soll das denn heißen? Ein Stündchen meinte ich natürlich. Boah, ganz ehrlich, also ich glaube, eine Stunde ist schon ganz schön anstrengend. Familientreffen können eben doch lustig sein. Mein Onkel meinte gerade zu mir, ich sehe meiner Mutter immer ähnlicher. Darauf sagte meine Oma, er soll mal nicht so fies sein. Jetzt weiß ich, wo du deine Gemeinheit her hast.
Hey, ich habe irgendwie auch immer den Ruf, ein bisschen gemein zu sein. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe, weil eigentlich bin ich wirklich der liebste Kerl, den es gibt. Wirklich. Und gerade zu Mädchen und Frauen bin ich immer besonders lieb. Das kann euch jede Frau bestätigen, die mit mir zu tun hat. Ich weiß gar nicht, warum die Leute immer irgendwie alles als gemein einstufen. Das sind alles Liebkosungen. Also es ist wirklich irgendwie nur so bei den Frauen. Ich weiß auch nicht, warum. Wenn du jetzt irgendwie eine Frau bist und dich mit mir unterhalten würdest, wie soll ich das sagen? Für mich ist es immer sehr witzig. Ob es für dich das auch ist, weiß ich nicht. Aber gemein bin ich nicht. Und verletzend auch nicht. Nur fies. Und das auch immer nur so ein ganz kleines bisschen. Also eigentlich ist es gar nicht schlimm. Ich musste heute in der Uni an dich denken. Oh, wie süß. Warum das denn? Da war ein Typ, der so cool sein wollte, indem er seine Bananenschale über seine Schulter geschmissen hat. Er ist mit dem Finger hängen geblieben, hat sie nach vorne geschmissen, ist drauf ausgerutscht und wird jetzt ins Krankenhaus gebracht. Bitte stellt euch das vor. Der hat ja jetzt hier so eine Bananenschale, wie die eigentlich so nach hinten werfen, so bleibt hängen, so. Moment, das kriegen wir besser hin. Also, Bananenschale, will sie nach hinten werfen. Okay, irgendwie besser wird's heute nicht, tut mir leid. Oh, weißt du, wie sehr ich es hasse, dass meine kleine Schwester hochbegabt ist? Ja, warum, was ist denn los? Sie hat gerade meine Statistikhausarbeit durchgelesen. Ihr abschließender Kommentar ging folgendermaßen. Anna, du musst dringend an deiner Rechtschreibung arbeiten. Scheinbar kennst du den Unterschied zwischen das und das nicht. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass der Genitiv im schriftlichen Sprachgebrauch noch immer wichtig und nötig ist. Nebenbei solltest du dir vielleicht auch nochmal die Punkt-vor-Strich-Regel wiederholen. Sowie das kleine 1x1 erneut zu Gemüte führen. Gerade setzte diese Göre auch noch eins drauf. Anna, ist denn wirklich so wenig Intelligenz ausreichend, um zu studieren? Sie ist 14, verdammt. Kann sie nicht einfach doof sein wie jeder in dem Alter? Wir hatten bei uns in der Oberstufe auch so einen Hochintelligenten. Ich habe keine Ahnung, warum der nicht frühzeitig studieren gegangen ist oder irgendwie schon viel früher sein Abi gemacht hat. Heute, denn ich habe noch Kontakt zu dem Typen, weil ich den nämlich irgendwie sau cool finde. Heute studiert er Robotik, Physik und Biotechnik, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und darf schon irgendwie seit dem zweiten Semester seinem Dozenten dabei helfen, seine Arbeiten besser zu machen. Außerdem wurde er von Doktoren dazu gebeten, an bestimmten Forschungsexperimenten teilzunehmen, bei denen Chips entwickelt werden, die anschließend in Gehirne transplantiert werden und die über elektrische Impulse die Gefühle von Lebewesen steuern können. Der Typ ist ein Jahr jünger als ich, verdammte Scheiße. Und in seiner Freizeit programmiert er auch noch die ganze Zeit hobbymäßig und hat schon die fettesten Programme geschrieben, weil es ihm Spaß macht. Also jedes Thema für sich okay, aber alle vier oder fünf zusammen gleichzeitig. Wie kann ein Hirn alleine so viel verarbeiten? Irgendwann in 10 Jahren ist er so ein Frankenstein und sitzt du da. Ich habe Leben gemacht. Dann komme ich. Ja, ich auch. Aus Versehen. Eiskalt genießen ist auch nur eine Umschreibung für schmeckt lauwarm wie Pisse. Hi, schau mal raus, ich stehe vor deinem Fenster im Garten. Wait, ich sehe dich nicht. Lol, wo bist du? Nummer 18? Ich wohne aber in 24 und nicht 18. Oh Gott, hier steht einer am Fenster und schaut voll komisch. Ich gehe dann mal wieder. Kommt so ein kleines Mädchen ans Fenster. Mama, da steht ein Typ, den ich nicht kenne und winkt mir ganz eklig zu. Komm schon, wenn es dir scheiße geht, will ich dich wenigstens ablecken. Was ist denn bei dir kaputt? Ablenken, meinte ich. Ja, mir geht's halt so scheiße. What the fuck? Naja, meine Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt den Daumen nach oben. Und schaut mal hier auf meinem Gesicht beim Let's Play-Kanal vorbei. Ey, ohne Scheiß, wir spielen ja jetzt seit heute die Resident Evil Revelations. Und Alter, es ist wirklich, ich habe noch nie wirklich ein Horror-Game gezockt und ich habe so Schiss einfach vor sowas. Das ist wirklich, das ist ganz eklig für mich. Das ist wirklich irre. Aber ich habe gesagt, ich mache das jetzt. Dann mache ich es auch. Und wenn ihr jetzt hier oben klickt, dann kommt ihr noch zur letzten Folge. Hier kommt ihr zur nächsten Folge. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao und bis dann.